Wir sind bei Folge 9 von American Horror Story Staffel 10 und ich muss sagen, mittlerweile bin ich nicht mehr sehr überzeugt von der Staffel. Ich finde es leider etwas schade, dass es alles ein bisschen in diese fast schon langweilige Richtung gedriftet ist, weil es passiert einfach nicht mehr viel spannend. Es ist eher so eine Art Umstrukturierung der Geschichte. Die zeigen jetzt im Prinzip, wie es wirklich passiert sein sollte. Und es gibt da aber keine wirkliche Spannung. Es ist nicht wie bei den meisten anderen Staffeln von American Horror Story, sondern es ist einfach nur eine Art Erzählung, bei der es auch keine wirkliche, ja, plötzliche Veränderung der Tatsachen gibt. Weil auch wenn im Hintergrund vielleicht manche Dinge wie bestimmte Charaktere oder bestimmte Events wie Area 51 einen anderen Grund hatten, ändert das ja nichts für die Zukunft. Also die ganzen Vergangenheitsszenen können ja noch so interessant geschossen worden sein etc., aber es ändert ja nichts daran, was in dem anderen Part in der Zukunft passiert. Und da kommt einfach zu wenig dran. Ich finde, es passiert einfach zu wenig. Der Part mit dem Vergangenheitsteil hat mir am Anfang gut gefallen, mittlerweile streckt er sich einfach nur ein bisschen zu sehr. Es fallen Namen, die man teilweise vielleicht nicht wirklich direkt kennt. Ein paar von denen kennt man natürlich, allerdings ein paar andere, da muss man erstmal nachgoogeln, wer denn das eigentlich genau war und warum die Person jetzt so genannt worden ist, weil offenbar war es dann irgendwer Wichtiges oder irgendjemand Nennenswertes von damals. Die gesamte erste Hälfte der Episode war eigentlich nur Vergangenheitskram, der mich aber einfach nicht sehr interessiert hat. Es war einfach, wie gesagt, zu viel, es passiert nicht wirklich irgendetwas, das davon Belang ist, weil die Sachen sind in der Vergangenheit. Die haben ja keinen Einfluss mehr darauf, was gerade in dem modernen Part dieser Hälfte passiert. Und beim modernen Part war das einzig Interessante zu sehen, wie dieses Alien-Baby aussieht. Und ganz am Ende haben wir dann gesehen, dass ein zweites Alien-Baby geschlüpft ist, in Anführungszeichen, oder es wurde eben rausgeholt. Wir können davon ausgehen, dass er wahrscheinlich jetzt tot ist, nehmen wir einfach mal stark an. Würde mich fast wundern, wenn es nicht der Fall wäre. Am Anfang der nächsten Episode wird dann wahrscheinlich irgendwie diese Führungskraft dieser Einheit da mit reinkommen zu dieser Fake-Mondlandungsplattform und die dann auffinden und dann bin ich mal gespannt, was die da machen. Allerdings muss ich sagen, es ist einfach nicht sehr viel, auf das ich mich gerade noch freue, weil ich weiß nicht, worauf die Serie oder diese Staffel in dem Fall noch hinausläuft. Was soll das Ende sein? Am Ende werden wahrscheinlich alle sterben oder vielleicht auch nicht. Aber ich sehe gerade keinen wirklichen Sinn mehr. Es gibt gerade keine Spannungskurve, weil man nicht weiß, ob da noch irgendetwas Spannendes kommt. Es ist wie gesagt eher eine Art neue Nacherzählung, bei der aber eben das Ende nichts aussagen wird. Was habt ihr von der Episode gehalten? Schreibt es unten in die Kommentare. Wir sind auch fast durch mit dieser Staffel. Ich muss echt sagen, bisher eine der schwächsten Staffeln. Der Anfang der 10. Staffel war sogar noch echt interessant. Da hätte man richtig Cooles daraus machen können, eben so ein bisschen Innsmouth-Vibes hätte man da ein bisschen besser übertragen können. Man hätte so mehr in diese Richtung gehen können. Das wäre so cool mit irgendwelchen Kulten und so gewesen. Schade auf jeden Fall, sehr, sehr schade. Aber mal schauen, wie die nächste Episode wird. Ich würde sagen, das nächste Wiedersehen, wenn die Frage gestellt wird.